Hallo und herzlich willkommen bei der Scooterschrauber. Ihr habt das letzte kurze Video gesehen. Genau darum geht es heute. Und zwar muss mein schöner Elisio mal etwas Platz machen. Und das gehört zu diesem Roller. Deshalb das mal darüber. Also, das heißt, Elisio raus und genau, Rex RS 700 bekommt heute seine Anhängerkupplung. Setzen wir mal die Bodenplatte an. Ja, das sieht recht gut aus. Ich kann sie im Grunde auch schon befestigen, weil alleine die Anhängerkupplung, die ich ja hier habe, die kann ich separat draufschrauben. Das ist nicht das Problem. Hier ist auch weiter nichts im Weg, was stören könnte. Aber bevor ich jetzt diese Platte aufsetze, möchte ich, und zwar habe ich hier 4 breite Unterlegscheiben. Und zwar, dass die Bodenplatte nicht direkt aufsitzt, lege ich hier 4 schöne große Scheiben auf, also Unterlegscheiben mit einem Durchlass von 6 mm und setze nun meine Platte auf. Mal gucken, dass ich hier auch nichts großartig verschiebe. Ja, den Rest kriege ich so geregelt. Hier sieht man ganz leicht einen Schatten. Also es war doch ein bisschen frisch hier drin, möchte ich mal so sagen. Aber besser als gar keine Lackierung, würde ich dazu mal sagen. Hier habe ich jetzt, Moment, wo seid ihr denn? Da. Hier habe ich jetzt auch eine Unterlegscheibe. Da nehme ich allerdings nur eine kleine Unterlegscheibe und setze die ersten beiden Schrauben an. Aber ich habe ja noch 2. Ich schütte das hier mal aus, dann komme ich da auch besser dran. Ich habe noch 2, das heißt einmal hier rein und somit haben wir 4 Punkte, das sollte reichen. Hier kann ich nur Muttern aufsetzen auf diese beiden und hier kann ich, soweit ich das weiß, ja, zusätzlich noch eine Unterlegscheibe drunter setzen, also eine normale. Also hier keine, hier unten drunter Unterlegscheibe. Das heißt, ich nehme eine Unterlegscheibe und nehme eine Mutter zugleich, wie hier gerade zu sehen ist. Und ich nehme jetzt auch eine ganz normale Mutter, also keine Sicherungsmutter. Das heißt, ganz normal Schrauben lösen dürfte sich da normalerweise nichts, wenn man es recht vernünftig anzieht. Ich darf es natürlich nicht übertreiben mit dem Anziehen, weil das ist Guss, ne? So, ich lasse die auch hier noch mal ein bisschen loser und setze jetzt, mal gucken, ob das auch so gut klappt, weil ich glaube, ich muss jetzt von hier, ja, das klappt auch ganz gut. Eine Verschraubung fehlt mir noch und somit ich gucke mal drunter. Wir gucken natürlich nachher alle mal drunter, also zusammen. Ja, hier kann ich nämlich noch. Ja, das sieht schon mal gut aus. Wir ziehen am besten gleich diese Verschraubung fest. 10er Schlüssel habe ich hier, obwohl die hier müssten eigentlich selbst halten. Ja, die halten selbst. Wie gesagt, nicht zu dolle übertreiben. Fest ja,
aber nicht extrem mit Gewalt hier gegen ziehen. Das reicht auch schon. Hier halte ich jetzt ein, wo ich erstmal selbst gucken muss. Ja, den Ringschlüssel gegen und ziehe hier ebenfalls die Platte gegen. Ja, reicht schon. Wie gesagt, nicht übertreiben. Es soll alles ein bisschen länger halten. Jawohl. Nun mache ich mal hier die Mutter ab und stecke es gleich samt Mutter ein. Jawohl. Aber bevor ich jetzt irgendwas befestige, kann ich diese Mutter im Grunde doch noch mal rausnehmen. Wir arbeiten hier auch mit einer Unterlegscheibe. Aufsetzen. Ich muss natürlich schon ein bisschen aufpassen, weil das Ganze ist recht frisch. Weil ich habe es ja in dem vorletzten Video erst lackiert. Das sind die Unterlegscheiben. Eine hier, eine hinten und selbstverständlich eine hier. Verschraubung ansetzen, wie auch hier natürlich. Unten drunter kommt jeweils auch noch eine Unterlegscheibe, bevor ich hier bevor ich jetzt die Muttern hier ansetze, kommen von unten ebenfalls auch drei Unterlegscheiben. Hier sind meine Unterlegscheiben, genau wie die Muttern. Und schöne Seite immer nach unten, dass man ja immer Draufsicht auf die schöne Seite hat. Deshalb, ne, es gibt eine schöne Seite und es gibt eine unschöne Seite. Und die unschöne Seite lasse ich unter die Platte schauen. Ne? Also wenn man drauf guckt, dass man nur die schöne Seite davon sieht. Tja, das ist doch im Grunde jetzt letztendlich schnell gemacht. Ja, ebenfalls festziehen. Der Gepäckträger sieht jetzt natürlich nicht mehr so schön aus. Ne? Der wurde wohl mal überlackiert einfach. Aber den werde ich sandstrahlen und dann verpasse ich ihn eine schöne Optik. Also es kommt eine schöne Farbe drauf. Bleibt es schwarz? Man weiß es nicht. Möglich ist aber alles. 13er Ringschlüssel habe ich und ich ziehe jetzt als erstes gleich hinten die Schraube an. Mache hier aber mal eine Verlängerung drauf. Ja, die ist Menge ausreichend. Setze ja, passt. Setze meinen Ringschlüssel an. So, einmal. Nächste Verschraubung. Oh, da wird es ein bisschen knapp. Da drehe ich jetzt mal doch lieber von unten. Das hat damit zu tun, weil ich sage mal so, hier, ne, das ist so ein Stift, der hier durchgeht, der diese Kugel, glaube ich, hält. Und deshalb komme ich hier mit meiner Ratsche nicht ganz drauf. Hier ja, hier passt es. Auf der anderen Seite eben nicht. Aber alles gut. Und gegenziehen. Ja, was sagt ihr zu dieser hübschen Anhängerkupplung? Nochmal Freihandfilm. Ja, ich denke mal, das ist okay so. Wir gucken jetzt nochmal von unten. Wenn wir jetzt von unten gucken, sieht das Ganze so aus. Die ganzen Verschraubungen sind
an ihren Platz. Ja, ich glaube, das sieht doch recht vernünftig aus. Das heißt, der Roller kann runter und ich müsste jetzt den Anhänger vorbereiten. Noch ist es draußen hell, das heißt, ich brauche noch nicht unbedingt Licht, aber ich möchte diesen Hänger natürlich schnellstmöglich oben in die Garage bringen. Und dazu muss ich ihn jetzt hier ankoppeln, dass wir loskommen. Ihr habt gesehen, der Hänger ist drin. Das heißt, ja, irgendwie ist das hier nicht ganz dicht immer. Ja, nicht ganz dicht. Ich würde sagen, Linkshänder, kein Wunder. Ich gebe den Hänger Bar. Das sollte reichen, weil wenn ich jetzt noch mehr drauf gebe, dann hüpft der nur und springt vielleicht nur. Ich denke mal, 2 Bar ist Menge ausreichend. Ich gehe jetzt mal rüber. Dazu, das ist aber auch eng hier drin, mein lieber Mann. So, ich gehe jetzt mal rüber und natürlich auch mein Ventil. Das ist immer gar nicht so einfach. Zwei Bar. Menge ausreichend. Wie gesagt, mehr wäre eine Dummheit, weil er würde sonst nur hin und her springen. Ja, ich würde gerne noch, ganz ehrlich, wenigstens ein Katzenauge verbauen. Ich habe noch Katzenaugen. Einmal eins mit so einer Halterung, wo das Gegenstück auch noch hier liegt. Und noch eins, was direkt auch angeschraubt werden kann, was ich im Grunde lieber verwenden möchte, selbst wenn es ein bisschen dämmert, dass wenigstens eine kleine Spiegelung da ist, wenn ein Auto hinter mir fährt, je nachdem. Aber ich möchte ja versuchen, den Roller schnellstmöglich noch nach oben zu bekommen, solange es noch hell ist. Ansonsten bräuchte ich Licht. Dazu kommen wir später noch. Das wird dann noch umgesetzt mit Blinker, mit Bremslicht, mit normalem Rücklicht. Also, ne, leuchtend. Aber jetzt möchte ich diesen Hänger erstmal hier raus haben. Und dass er nicht noch vielleicht weiter gammelt oder irgendwas, bevor ich dann an diesen Hänger Hand anlege. Das erste Katzenauge würde ich hier einfach hinbauen. Nicht zu hoch, nicht zu tief. Ich glaube, hier in diese dritte Etage könnte man sagen, okay, wenn ich es hier anbringen möchte, muss ich doch ein bisschen aufbohren. Da bleibt mir wohl keine andere Wahl. Hier habe ich jetzt einen 5 mm Bohrer drin und ja, keine Angst. Ich mache hier schon keinen Platten rein. Wer jetzt vielleicht dachte, oh Peter, was machst du da? Nein, kein Platten. So, nun bringe ich hier meinen Strahler an. Ich müsste eigentlich mit der Ratsche hinterkommen. Ja, sieht gut aus. Und verschraube. Das ist ja kein Strahler, ne? Heißt ja normal Katzenauge. Mal schauen. Ja, es greift. So, ein bisschen ausrichten das Ganze.
fest. Gut, jetzt würde ich drüben auch am liebsten noch mal sowas irgendwie dran bauen. Da ich ja sonst keinen Halter habe, habe ich mir hier einen ganz normalen Halter genommen und muss jetzt nur mal gucken. Ich glaube, den muss ich mal drehen. Der würde, glaube ich, auch schon halten, wenn ich ihn hier ansetze. So, jetzt noch mal gucken. Das sieht nicht gut aus. Doch, so. So würde es auf jeden Fall erstmal gehen. Jetzt weiß ich gar nicht. Oh, ich glaube, meine Verschraubung reicht gar nicht dafür. Okay, ich brauche eine etwas längere Schraube. Nun habe ich eine etwas längere Schraube. Okay. Sowas muss es auch mal geben. Aber wenn ich schon aufstehe, dann kann ich auch gleich meinen Schraubendreher mitnehmen. So, jetzt aber bitte ohne wegzufliegen. Gut. Hier meine Verschraubung rein. Mutter hinten ansetzen. Die hält automatisch, wenn sie sich dann jetzt hier dann wohl gleich reinzieht. Das heißt, Schraubendreher nehmen, treffen und ich hole mir mal einen anderen Schraubendreher. Ja, ich hole mir mal einen Schlitzschraubendreher und ansetzen. Festziehen. Ja, noch ist die Mutter nicht richtig versenkt. Aber es sollte gleich fest werden. Gut, nochmal gucken. Ansetzen. Tja, wenn ich den Schlitz finde, heißt es. Wo ist er denn? Da ist er. Also machen wir das mal so. Und Menge ausreichend. Oder? Ja gut. Eine Umdrehung geht noch. Ja. Okay. Ja, das heißt. Oha, der Hänger sieht aus, also da muss ich wirklich schleunigst dran. Jetzt habe ich allerdings keine GoPro-Halterung mehr hier, wo wir hätten gucken können, wie verhält sich das Ganze. Aber wir kommen noch oft genug dazu. Jetzt erstmal raus und anhängen. Den Roller brauche ich auch. Ja, noch steht er natürlich ein bisschen schräg hinten. Das gibt sich. Okay, die Sirene ging an. Das gibt sich, wenn der Roller aufs Hinterrad kommt, dann sieht das ein bisschen anders aus. Wollt ihr das noch mal sehen, wie das jetzt kurz aussieht? Ja, die Zeit haben wir noch. Wir gucken mal drauf. Und zwar, ja, hier ist kaum Platz. Ich rüttel mal hier dran. Das sollte auf jeden Fall halten. Das sollte auf jeden Fall okay sein. Und natürlich auch nochmal einen lieben Dank an Richard und Moni, ne, für die Kupplung. Da bin ich wirklich sehr dankbar für. Der Hänger, man sieht, hat eine Schräglage. Aber wie gesagt,
das Hinterrad steht noch in der Luft und das ändert sich dann gleich. Jetzt aber nicht mehr lange schwatzen, und zwar Helm auf und los. Für euch nehme ich natürlich die Helmkamera mit. Na, viel Sprit ist nicht mehr drin. Okay, sollte aber reichen. Wir machen ihn mal an. Ja, ein bisschen warm laufen lassen und dann geht es auf jeden Fall los. Ich habe den Roller eben ein Stück zurückgeschoben und man hört hier dieses Blech in Blech natürlich oder Metall auf Metall. Vielleicht kann ich mir da noch mal was einfallen lassen. Aber wir gucken jetzt mal physisch. Das Ganze verhält. Also wenn der Roller von Ständer runter ist, ist der Hänger auch um einiges oder steht er mehr in der Waage, sage ich mal.